Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Schön, dass du eingeschaltet hast zur Monatslegung für den Monat September. Das heißt, du bist hier genau richtig, wenn du im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder deinem Aszendenten das Sternzeichen des Wassermanns trägst. Und was erwartet dich jetzt gleich? Ich schaue rein mit dem schamanischen Orakel. Gehe dann nochmal tiefer rein mit den Tarotkarten im Anschluss an dieses Video. Geht's in die Erweiterung mit einer großen Tafel der Lenormand-Karten. Schau mir Seelenbotschaften an, gucke in die Kernthemen, die sich gleich hier zeigen. Das heißt, wenn du in Resonanz gehst, hast du zwei Möglichkeiten, dir die Erweiterung hinzuzubuchen. Nummer eins, du schaust im Kommentarfeld oder in der Infobox, indem du einfach unter dem Video auf Mehr klickst. Da führt dich ein Link zur Elo-Page gegen einen kleinen Energieausgleich. Kannst du dir das Video direkt runterladen? Das empfehle ich dir auch, denn der Link, den du nach der Buchung erhältst, ist nicht ewig gültig. Und die zweite Variante, du bist bereits Mitglied oder wirst Mitglied in meinem Mitgliederbereich. Ab der zweiten Stufe, die nennt sich einfach nur Soulmate, profitierst du von allen Erweiterungslegungen und kannst dir alles anschauen. In diesem Sinne, geht's los, ihr Lieben. Ich frage die Schamanin in dir, was ist jetzt wichtig? Was ist im September wichtig? Mut ist wichtig. Das heißt, du als Wassermann brauchst Mut. Mutig ist es, mit den Füßen fest auf dem Boden zu stehen und laut zu rufen: Hier bin ich. Und vielleicht machst du das auch gleich mal oder vielleicht auch jetzt schon. Wie fühlt es sich an, wenn du einfach mal für dich laut aussprichst: Hier bin ich? Und auch wirklich voll deine Energie da reingeben, dich wahrnehmen, dich fühlen, dich erden. Stell dich wirklich hin, leg deine Hand auf dein Solarplexus oder auf dein Herz und dann kannst du es für dich aussprechen. Hier wartet vielleicht ein neuer Weg, Schritte, die du gehen darfst, wo du jetzt wirklich mutig sein darfst. Und dann fragen wir nochmal die geistige Welt und die Schamanen um dich herum, die vielleicht mit dem Auge nicht immer sichtbar sind, zumindest mit den zwei Augen, die wir im Gesicht haben und sehen können. So, was ist wichtig im September für das Seelenkollektiv der Wassermänner? Was kommt? Das sind mir definitiv zu viele. Eine Botschaft hätte ich gerne für die Wassermänner im September. Der Schamanen hier. Was möchte dir die schamanische Welt mitteilen? Zwei Botschaften sind gekommen, das ist okay. Das ist Nummer 63, Wintertraum. Wir haben in der Quersumme die Nummer 9. Die Nummer 9 ist der Eremit und hier heißt es zum einen Zeit der Reife. Der Eremit sagt immer: Okay, jetzt bringen wir wirklich mal Licht ins Dunkle mit dieser gewissen Reife. Du wirst im September vermutlicherweise immer mal wieder die Erkenntnisse haben, dass es hier in die Richtung geht: Wow, hier kommt eine Lösung. Ich bin ein Leuchtturm, ich kann mir selber helfen. Hier darfst du Demut und Dankbarkeit aktivieren. Und in dir ruhen, für dich alleine auch arbeiten. Und dann haben wir die freudvolle Muse Nummer 33. Quersumme ist die 6. Die 6 sind die Liebenden. Hier heißt es, aus dieser Phase, dieser Reife, die du gemacht hast, geht es hier zeitgleich in ganz viel Inspiration, Kreativität, Wiedervereinigung, dein innerer Reichtum, vielleicht auch sogar eine neue Liebe, Feiermomente, Yin und Yang. Das heißt, ne, diese Leichtigkeit, das Gleichgewicht, auch gleichzeitig mit dem Eremiten in der Quersumme des Wintertraums. So. Und vielleicht hattest du auch letztes Jahr einen Traum, einen Wunsch, der aus einem Traum entstanden ist, somit ein Ziel formuliert hast, wo du jetzt den Mut für brauchst, jetzt loszugehen. So, und dann gucken wir, ich mische einmal durch und dann schaue ich mir Vergangenheit, Gegenwart und Tendenz der nahen Zukunft an. Die Welt ist rausgefallen, auch hier der Hinweis, ein neues Kapitel, eine neue Reise wartet auf dich. Okay, schauen wir in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, zack.
Wir haben die 9 Münzen, 2 Stäbe, 2 Münzen, das Gericht, die hohe Priesterin, das Ass der Stäbe, den Ritter der Stäbe, die Kraft, super passend. Und wir haben die Sonne unterliegende Energie, die 8 Schwerter. Fange ich mal mit der unterliegenden Energie an. Das sind vielleicht deine blinden Flecken, das ist aber auch einfach dieses, was immer mitschwingt, was einfach vielleicht nicht gesehen werden will, aber dich irgendwo noch so ein bisschen, in diesem Falle gerade ein bisschen blockiert. Es geht darum, dass du dir anschaust, wo steckst du aktuell noch fest? Und da haben wir auch diesen mangelnden Mut mit den 8 Schwertern. Das ist immer diese Starre, wo es jetzt gilt, mutig zu sein, kreativ zu sein. Du bist mehr als dein Gedanke. Befrei dich aus negativen Gedankenmustern, aus Selbstlimitierung und Opferhaltung. Im Fokus haben wir die Hohe Priesterin. Das heißt, alles dreht sich hier tatsächlich gerade um deine Weisheit, um deine Reife, die wir ja hier auch schon hatten, um Spiritualität. Die Hohe Priesterin ist klar, gibt Ratschläge. Die ist im tiefen Sinn des Lebens angekommen. Und es kann hier sein, dass du Schritt für Schritt deinen tiefen Sinn des Lebens jetzt beginnst zu leben, dir immer wieder die Gedanken machst, dadurch natürlich dich ganz viel mit Medialität befasst. Verständnis und Annahme. Annahme, nachgeben. Und gerade mit dem Wort geben ist es auch ganz wichtig, wenn wir nämlich im Gebermodus sind, werden wir etwas bekommen. Ne? Also wir geben, geben und es wird uns etwas gegeben. Wir nehmen, nehmen, nehmen und uns wird etwas genommen. Natürlich ist es auch wichtig, empfangsbereit zu sein. Schau aber da, nochmal in die Balance zu kommen. Vergangenheitsmäßig hast du hier hart gearbeitet. Du hast immer wieder dich da schon kopfmäßig befasst mit, bin ich hier auf der richtigen Reise? Bin ich glücklich? In welche Richtung will ich gehen? Du hattest eine gewisse Flexibilität, du hast abgewägt, du hast geguckt, okay, und da war auch schon dieser Satz von, es darf leicht sein. Das heißt, schon in der Vergangenheit ist die Leichtigkeit eingezogen. Du hast gelernt, dich auszubalancieren, in eine gewisse Gleichgewichtsebene zu kommen in deinem Leben. Auch wenn du viel gearbeitet hast, du hast einen Fokus gehabt. Dadurch hat sich dein Leben hier in eine positive Wendung verformt. Und das ist ja auch sehr gut. Du bist unabhängiger geworden, viel selbstständiger geworden. Und jetzt geht's gerade im Hier und Jetzt darum, mit dem Gericht der Hohen Priesterin und das Ass der Stäbe, eine richtig schöne Kombi für die gegenwärtige Situation. Das Gericht sagt dir, okay, und jetzt bekommst du die Unterstützung, denn jetzt, auch mit der Hohen Priesterin, darfst du wirklich diese neue Chance, deine Leidenschaft wahrnehmen. Folge diesem Ruf deiner Seele. Dein Schutzengel, das ist immer das hohe Gericht, dein Schutzengel, der sagt dir hier, hier geht's lang, ja, der bläst dir hier quasi den Marsch, da kannst du auch nichts gegen machen. Und damit du das auch siehst, werden dir deine Geistführer, das Universum, wie auch immer du das alles nennen magst, immer wieder Botschaften, Hinweise schicken, diese bekannten Zufälle. Es fällt jetzt im September, vielleicht auch schon im August, immer mehr dir zu, weil es jetzt fällig ist. Das ist der Inhalt des Wortes Zufall. Viele sagen immer, es gibt keine Zufälle. Es kommt immer darauf an, wie du es deutest. Meiner Meinung nach, ja, es gibt Zufälle, aber nicht so nach dem Motto, ach guck mal, gibt's ja gar nicht, sondern es fällt zu, weil es fällig ist. Das Ass der Stäbe kann ein Umzug, eine Reise, eine Schwangerschaftsinformation hier sein. Vielleicht dieses Sanftmütige, dich auf eine neue Reise begeben, aber auch neues Wissen, neue Kommunikation, eine Leidenschaft, die du jetzt entwickelst für Spiritualität, für diese Persönlichkeitsentwicklung. Im Außen brauchst du in der nahen Zukunft tatsächlich, denn das ist so cool, wir gehen vom Ass der Stäbe in den Ritter der Stäbe. Das heißt, du brauchst hier Mut, auch mit der Kraft, Mut. Du darfst hier wirklich deinen Ego, vielleicht auch den, der dich immer wieder hier festhält, ein bisschen streicheln und sagen, hey, ich bin da. Und mutig sein.
mutigen Schrittes hier diese neue Chance erkennen und dafür losgehen. Das heißt, du wirst entdecken, dass du für etwas ganz extrem hier brennst. Eine neue Hingabe, Abenteuerlust. Du bist auf einmal wieder so auf, wow, ich bin im Hier und Jetzt, ich lebe nur einmal, habe aber ein fokussiertes Ziel, dafür brenne ich jetzt, ich bin mutig, ich bin voller Kraft. Und die darfst du wirklich hier auch aktivieren. Es kann auch sein, dass eine neue Chance mit dem Löwen hier auf dich wartet, wo es feurig wird, wo es in die Sonne quasi reingeht. Der große Erfolg steht dir hier tatsächlich komplett zur Seite. Erfolg, Ausstrahlung, du bist mit Verstand und Seele voll im Einklang, das sehen wir ja auch mit der Hohenpriesterin. Da kommt jetzt, wir haben null Verstandsenergie, das heißt Rationalität ist ist gar nicht mehr so, dass du voll im Kopf bist, wenn du dich da erkannt hast. Jetzt bist du wirklich im Fluss. Wir haben Münzenergie und Feuerenergie mit den großen Arkanen hier, Gericht, Hohepriesterin und Sonne. Das heißt, hier bist du geerdet, verbunden, in der Sicherheit. Du weißt, von nichts kommt nichts. Und das, ne, da kommt ja schon was, und zwar nichts, wenn du nichts tust. Und hier brennst du wieder. Hier geht's richtig los. Und vor allem dieser Mut, diese Sympathie, du bist präsent im Hier und Jetzt. Und wir gucken mal rein. Was ist denn deine Herausforderung? Der Page der Kelche fordert dich heraus. Das ist nochmal wirklich zu gucken, okay, deine genauen Wünsche, Träume, Visionen. Eine neue Chance auf der Liebe, Leichtigkeit einzuladen. Der Page ist immer dieses, ja, ich gebe mich mal der Tagträumerei hin, ich erlaube mir das jetzt, einen Gang zurückzuschalten. Ich bin zwar trotzdem noch voller Passion, aber so richtig diesem Ruf zu folgen. Ja, und hier haben wir die Welt wieder, die eben rausgefallen ist. Das ist gerade die Herausforderung, dafür wirklich loszugehen. Dir deine Wünsche, deine Ziele bewusst zu machen, dir das zu erlauben, noch größer zu träumen. Dir echt etwas hier aufzubauen, zu gucken, okay, was kann hier aufgebaut werden auf sämtlichen Ebenen. Was darf dein Fokus sein? Und ich bin gespannt, wie es gleich im großen Decken der Erweiterung aussieht. Dein Fokus darf tatsächlich der Gehängte umgedreht sein. Und das bedeutet, mit dem Eremiten als unterliegende Energie. Der Eremit, hatte ich dir ja eben, wie passend, schon gesagt, den hatten wir. Der Eremit, Karte Nummer 9 der großen Arkane, auch mit der Kraft, das ist sehr passend, richtig cool, deinen Ego etwas zum Schweigen zu bringen. Denn dann kannst du das Glück hören, dann flüstert dir das Schicksal etwas, ja? Dann kannst du deine innere Stimme wieder wahrnehmen. Hier darfst du dich darauf fokussieren, Licht ins Dunkle zu bringen, zum Lösungsfinder zu werden, und das ist auch die Bestätigung mit dem Gehängten umgedreht, jetzt in die Aktion zu kommen. Es ist jetzt wirklich Zeit, du musst dich nicht hängen lassen, auch wenn vielleicht viel im Außen drumherum ist, das wird rausgehen. Zeiten des Rückzuges sind so insofern wichtig, dass du immer wieder dir bewusst machst, du bist dein eigener Lösungsfinder. Du kannst dir alles geben. Du bist dein eigener Leuchtturm. Hilf dir selber. Du darfst lernen, in dir zu ruhen, aber dennoch in die Aktion zu gehen. Und ich möchte mal ein paar Klärungskarten haben, und zwar auf die Vergangenheit mit den 9 Münzen, 2 Stäben und mit den 2 Münzen. Was möchte ich hier als ergänzende Info auf deine Vergangenheit kommen? Da ging es um Sicherheit und Stabilität. Auch vermutlicherweise ein gewisser Stillstand und eine Transformation. Du hast dich hier scheinbar von etwas gelöst. Vielleicht tatsächlich von einem Haus, von einer Wohnung, von einer örtlichen Situation und bist dann vielleicht sogar umgezogen. Können auch Herzensangelegenheiten sein, an denen du immer wieder gearbeitet hast, wo du hingeschaut hast, aus dem Herzen deinen Selbstwert zu leben. Auf die 2 2 Münzen bekomme ich hier auch nochmal eine Information. Kommt hier auf die 2 Münzen. Flexibilität, hell und dunkel, Unklarheit und Klarheit. Da bist du flexibel geblieben.
vielleicht auch eine Flexibilität in Bezug auf einen Ex-Partner, aber auch zu sagen, wenn ich jetzt gerade unklar bin, in welche Richtung die Veränderung geht, ich nehme das einfach hin. Ich gucke einfach, wo setze ich jetzt gerade meine Priorität, bleib in meiner Sicherheit, guck mal, vielleicht hattest du auch mehrere Angebote für einen Umzug oder irgendetwas, was mit deinem Zuhause zu tun hatte und hast einfach für dich die beste Wahl entschieden. So, und jetzt gucken wir mal auf das Gericht. Das ist ja der gegenwärtige Moment. Da haben wir den Schlüssel, deinen Lösungsfinder. Diese Aha-Momente im Außen. Türen öffnen sich, vielleicht sogar ganz plötzlich, ohne dass du damit rechnest. Hohe Priesterin. Das sind die Vögel. Kommunikation, und zwar eine erfolgreiche Kommunikation. Kommunikation im Außen. Zu gucken, wer tut dir hier auch gut. Die Vögel ist immer ein bisschen Stress, ein bisschen Unruhe, dieses Aufflattern, Nervenflattern. Vielleicht erkennst du dich da, dass du dich auch vielleicht beeinflussen lässt von Menschen im Außen, hast aber dann vermutlicherweise in der Vergangenheit schon entschieden, das ist alles nicht mehr so meins. Wenn die Menschen in der Angst sind, bleibe ich aber definitiv im Frieden. Ich weiß, was mir gut tut. Ich bin im Vertrauen. Ich bin angekommen in mir. Die Kombination mit der unterliegenden Energie der Sonne zeigt hier, du hast jetzt gerade doppelte Energie. Ja, dir wird hier doppelte Energie und ganz viel Energie zur Verfügung, aus dir heraus zur Verfügung gestellt. Du hast alles da, Vögel und Sonne Kombination, dieses doppelte Glück. Ausstrahlung, mit dieser Sanftmut. Vielleicht nimmst du auch jetzt gerade dein Solarplexus wahr. Vielleicht vibriert der zwischendurch und das ist die Bauchstimme, die sagt, hier bin ich. Bauchstimme, meistens leise und nur einen kurzen Moment da. Das, was immer laut ist, häufig ist unser Kopf. Hier aber wirklich dieses ganz intuitive Handeln. Auf das Ast der Stäbe. Und da du die Energie auch hast, ist es natürlich auch logisch mit dem Gehängten, der umgedreht liegt, jetzt in die Aktion zu gehen. So, dann haben wir hier auf das Ast der Stäbe eine langfristige Chance, etwas, was im Aufbau ist. Hier kannst du wirklich auch romantische Stimmung, den Mond in diesem Deck, nämlich super romantisch, war wertschätzend. Es könnte hier auch eine Einladung kommen, wo eine ziemlich leidenschaftliche Verbindung entstehen kann. Das kann auch beruflich sein, deinem Herzen zu folgen, voller Inspiration zu sein, diese Reife, diese Weisheit, du weißt, was du willst und dafür öffnet sich zweimal diese Öffnung ja auch hier. Der Schlüssel, der etwas aufschließt, in Kombination mit dem Gericht, hier das Ast der Stäbe, ein neues Kapitel und jetzt fängt es an, wirklich zu wachsen aus dir heraus, aus deinem Wissen, aus deiner Reife. Die künftige Tendenz mit dem Ritter der Stäbe. Was bekomme ich hier als Information für die Wassermänner auf den Ritter der Stäbe? Das bist du. Die Dame ist immer die Hauptkarte. Du wirst sichtbar, du brennst, das machst du auch öffentlich. Hier kann es sein, dass du einen Umzug, eine Reise jetzt wirklich anplanst, in die Umsetzung gehst, aus der Öffentlichkeit eine Chance auf dich zukommt oder du auf einer Veranstaltung, wenn du draußen unterwegs bist, im Internet, alles, was mit Sichtbarkeit zu tun hat, dadurch, dass du jetzt so mutig bist und diesen Schritt wagst, diesen Sprung durch diesen brennenden Ring, kommen hier Angebote. Da kommen einfach diese, was ich eben sagte, Zufälle. Dann auf die Kraft. Doppelte. Auch hier doppelt, ne? Künftige Tendenz, absoluter Erfolg. Absoluter Erfolg, eigenverantwortlich durchs Leben zu gehen, wieder deine eigene Schulter zu werden, an die du dich anlehnen kannst. Du hast den Wert, du hast eine Durchsetzungskraft. Du setzt deine Energie richtig ein, kompensierst sie. Dafür gehst du los. Also ziemlich viel Feuer, was hier kommt. Das ist verrückt. Und hier haben wir auf die Sonne, die Schlange, die Einladung als unterliegende Energie. Die Schlange ist ja für viele immer diese Konkurrenz, wobei das Wort für mich an der Stelle fehl am Platz ist, Konkurrenz.
oder nicht nur an der Stelle, sondern oft fehlgedeutet wird. Konkurrenz kommt von miteinander gehen, wird uns aber verkauft, dass es gegeneinander heißt. Und Con ist ja immer mit, Cura ist die Gemeinschaft, also ne, miteinander, nebeneinander in der Gemeinschaft gehen. Die Schlange ist aber auch vor allem eins und das ist die Heilung. Das ist die Einladung, häute dich wie eine Schlange, komm hier wieder in deine Ausstrahlung und das wirst du tun. Du verlässt jetzt und wächst jetzt immens aus deiner persönlichen Komfortzone heraus. Du prüfst deine, ob eine Strategieänderung erforderlich ist oder einfach mal die Situation, wie sie sich entwickelt, vollends anzunehmen. Es kann hier sein, dass hier tatsächlich auch ein langfristiger Erfolg, das zieht sich vielleicht ein bisschen in die Länge, bis so dieses letzte Quäntchen kommt mit der Sonne, dieser absolute Sieg, bis dein Verstand und deine Seele, die wurschteln sich vielleicht gerade ein bisschen durch, die schlängeln sich noch dadurch, aber du bist auf einem mega Weg. Du bist auf einem grenzgenialen Weg, falls du Darm- oder Wirbelsäulenkomplikationen hast oder Beschwerden hast, kann hier Heilung fließen. Hier ist auch dieses Wachstum. Vielleicht bist du in der Energiearbeit unterwegs und machst eine Wirbelsäulenaufrichtung. Auch das könnte hier liegen. Eine Einladung, das zu tun, kreativ zu sein, hier wirklich all deine Fähigkeiten zu nutzen. Du entscheidest dich jetzt hier für das Glück. Dankbarkeit ist im Übrigen hier der schnellste Weg zum Glück. Auch hier mit den Blumen. Diese Dankbarkeit und Wertschätzung dir selbst gegenüber, dem Leben gegenüber. Und deine Affirmation, ich entscheide mich jetzt für Glück. Ich bin hier. Ich bin Glück. Ich bin Kreativität. Und was auch immer du noch ergänzen möchtest, sprich es laut aus. Nimm immer wieder Bezug, dass du eine weise Person bist und dementsprechend handel. Ich gehe jetzt direkt in die Anschlusslegung und freue mich, wenn du gleich mit dabei bist. Danke fürs Einschalten und bis gleich.